Mutant den 28. Oktober 2008. Ford Schweiz feiert 50 Jahre. Wenn die ersten Fords lange vor dem Zweiten Weltkrieg in die Schweiz angekommen sind, musste man den 16. Oktober 1958 warten, damit Ford als eigenständiger Importeur besteht. Ford Schweiz hat darauf bestanden, trotz Krisenhintergrund, das Ereignis auf fröhlicher, würdiger und eleganter Art und Weise zu markieren. Ford hat seine Freunde im Pantheon, neuer für die Autokultur bestimmter Raum in Modens, für einen kleinen familiären Abend eingeladen. Die Idee, dieses Jubiläum an ihren Freunden teilen zu lassen, hat sich durch einen Originalwettbewerb verwirklicht. Letzterer hat, nach Auswahl erlaubt, ein kleines Gedächtniswerk zu veröffentlichen. Ford hat seine Kunden gebeten, Geschichte oder Anekdoten, die ein Fahrzeug der Marke Ford involvierten, zu liefern. Eine Jury, von Adriano Simarosti geführt, hat 50 unter ihnen ausgewählt. Jubiläumsmäßig gezwungen. Er hat die, von Patricia Reding aus Oberhägeri, wiedergegebene Geschichte, gewählt. Sie benannte sich Ich bin, in diesem Ford-Konsul geboren. Mit dieser Geschichte gewann der Autor, einen Ford Fiesta, Hauptpreises des Wettbewerbes. Die drei ersten, werden außerdem, durch Ford, eingeladen ein Tag Abenteuer, in Gesellschaft von einem der Botschafter der Marke zu erleben. Die Moderation des Abends, wird von Paloma, Sängerin und Botschafterin Ford übernommen. Eine lebende und vibrierende Vorstellung, der Geschichte von Ford Schweiz, wird uns von Adriano Simarosti angeboten. Wolfgang Koplin, Direktor von Ford Schweiz, schildert kurz die derzeitige Lage und insbesondere die von Ford Schweiz. Erwin Thumann, Presseleiter Ford Schweiz, enthüllt als Schweizer Vorpremiere der neuen Ford Ka, das am Mondial von Paris, der Event bei Ford kreierte. Erwin Thumann wird uns noch ins Detail, geführtes Fahrzeug und Aktivität, die Botschafter von Ford Schweiz vorstellen. Der Abend endet in Apotheose mit einem Konzert, das erlaubt, die Schweizer Gruppe Seven, in vollem Aufstieg und natürlich am Lenkrad eines Fords zu entdecken. Jean-Louis Vidal, Oktober 2008.